Ja, die erste Epilepsieberatungsstelle in Cork ist 2012 in Betrieb gegangen. Hier muss man gleich betonen, dass hier die Unterstützung von Aktion Mensch ein ganz entscheidender Parameter war, weil die Aktion Mensch unterstützt solche Beratungsstellen über die Dauer von 5 Jahren und auch mit einem erheblichen Geldbetrag. Und so ist praktisch in Cork die allererste Beratungsstelle in Baden-Württemberg in Betrieb gegangen. Die Anfragen haben sich dann über das ganze Bundesgebiet ausgeweitet. Wir haben aber einen Schwerpunkt feststellen können im nordbadischen Raum und haben dadurch gesagt, bringen wir die Beratungsleistung vielleicht näher zu den Menschen. Und haben mit dem Diakonischen Werk Kontakt aufgenommen, ob es hier in der Karlsruher Gegend eine Möglichkeit gibt, Räumlichkeiten zu nutzen. Und dank Herrn Pfarrer Stoll hier vom Diakonischen Werk Karlsruhe haben wir ein Angebot bekommen, hier eine Außenstelle unserer Beratungsstelle einzurichten. Dafür sind wir sehr dankbar. Und ich denke, unsere Mitarbeitenden, die einmal im Monat im Moment, jeden ersten Mittwoch eines neuen Monats hier präsent sein werden, werden sicher auch feststellen, dass die Beratungsleistungsdienstzeiten ausgeweitet werden müssen und dann kann noch der ein oder andere halbe Tag dazukommen. Ich gehe davon aus.